Hallo und herzlich willkommen zu Rampage Gaming TV. Hier ist der Justus, der Sebi und der Alex. Moin moin. Ja, heute in MW3, ich habe ein Gameplay erspielt gehabt, das ist schon ein wenig länger her, ich weiß jetzt gar nicht, von wann es ist. Auf jeden Fall wollten wir jetzt mal ein wenig über die E3 reden. Ja, die hat uns ein wenig beschäftigt, wir haben uns erkundigt und ja, los geht's. Ja, also bei der E3 wurden jetzt relativ aktuelle Sachen gezeigt, über die viel diskutiert wird. Was mich sehr interessiert, ist Assassin's Creed, weil ich jetzt alle Teile bisher gespielt habe. Alle auf PS3, habe auch alle neben mir liegen gerade hier im Schrank. Und ja, was denkt ihr denn davon? Naja, also was mir sehr gefallen hat, sind diese Klettereinlagen im Wald. Diese, wo man über Gebüsch, über Bäume, über Steine, über Grashalme, über alles drüber klettern kann. Und das sieht halt einfach alles echt Hammer aus. Ich bin da auch mal gespannt, wie das denn so funktionieren wird. Ist das jetzt schon etwas weiter fortgeschritten dort, wie eine freie Spielwelt, wie ein Übergang in den neuen Charakter geht? Weil Ezio war jetzt schon, wie viele Folgen war es, wie viele Teile? Drei? Drei Stück. Ach, Ezio, das ist momentan, glaube ich, sehr, sehr ausgelutscht. Ja, ja, mal gucken, aber sieht ganz gut aus. Also ich freue mich auf jeden Fall. Und mal schauen. Also kann nicht schlecht werden, ist Assassin's Creed. Nein, also es kann auf keinen Fall schlecht werden. Vor allen Dingen, im Prinzip ist das ja jetzt diese ganze Templar-Story und so weiter umgesetzt in in die Renaissance, in den amerikanischen Bürgerkrieg. Und das ist echt verdammt interessant. Und diese ganzen berühmten Persönlichkeiten, die man trifft, die sind halt einfach echt toll. Und diese ganze Welt und vor allem diese Schneewelt, in der man rumläuft, die finde ich eher sehr interessant. Wie siehst du das? Stimmt. Ja. Also ich finde es irgendwie merkwürdig, dass das, was heißt merkwürdig, ich vertraue denen einfach mal, es war auch ein merkwürdiger Sprung in die Renaissance, aber viele haben jetzt ziemlich rumgeflamed, als dass da gesagt wurde, dass das jetzt in Amerika spielen soll, aber ich finde es nicht so schlimm, ich finde es ungewohnt, natürlich, weil jetzt drei Spiele in der Renaissance waren. Die rumgeflamed haben, da aber am Ende des letzten Teiles, es war das Revelations? Ja, Revelations. Da war aber irgendwas auch, dass die, was weiß ich, die ganzen, wie das da heißt, die irgendwie nach Amerika kurz gehen für irgendwas, und weil da der ein Teil des Eden-Apfels ja noch ist, ja. Und die müssen ja da suchen, und deswegen ist es eigentlich logisch, dass sie da hingehen. Ja. Ich habe Revelations nicht gespielt, ich kann da nicht mitreden, aber ja, die suchen ja, die haben ja beim Teil von Assassin's Creed 2 am Ende kam eine Karte. Ich würde sagen, Spoiler jetzt mal nicht das Ende von Assassin's Creed 2. Das wollen vielleicht noch manche spielen. Also da ist eine Frage vielleicht auch an euch. Was findet ihr so an Assassin's Creed 3, was ihr da so toll findet? Das wird mich und ich glaube uns wird das alle mal interessieren, ja. Was euch da so am meisten überrascht hat. Weil es ist natürlich ein sehr, sehr großer Sprung von Revelations zu Assassin's Creed 3. Mich persönlich interessiert auch, was in der Gegenwart passiert. Also die Gegenwart, sie hat mich schon immer begeistert in Assassin's Creed. Genau, Desmond, das Thema um Desmond, das, ja. wie die Desmond da einbringen. Und ich würde sagen, das ist eine perfekte Überleitung zur Gegenwart zu Far Cry 3. Was sagt ihr dazu? Ja, total, Sebi. Super, super Überleitung. Ein perfekter Übergang. Ja, okay. Far Cry 3, also ich werde es mir auf jeden Fall für den PC holen, wenn es auf meinem PC läuft. Ich habe mir jetzt letztens bei Steam im Sonderangebot habe ich mir die ersten beiden Teile gekauft. Far Cry 2 hatte ich aber auch schon vorher auf der PS3 eigentlich voll unnötig, dass ich es mir dann nochmal gekauft habe. Machst du immer, Justus. Ja, aber ich habe es gemacht. Ja, ich fand eigentlich bisher alle Far Cry Teile ganz gut und ich hoffe 3 wird auch gut. Vor allem, weil es jetzt auch Koop ist. Besonders, das sticht heraus, es gibt ja eine einzelne Koop, also der Singleplayer dreht sich ja um diesen völlig geistig Verwirrten auf dieser Insel da, der dich umbringen will, ob man gar nicht weiß, ob man das vielleicht selber ist. Also da hat Ubisoft ziemlich Raum für ihre Spekulationen gelassen. Und es gibt jetzt eine einzelne Kampagne für den Koop mit 4 Leuten, mit der man sich auch identifizieren kann. Ja, also mit so ein paar Soldaten und so. Nee, da wird auch eine richtige Story um die Leute erzählt. Also kann eigentlich nicht schlecht werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich hatte, glaube ich, noch kein Spiel, wo es eine explizite Koop-Kampagne gibt. Also da muss man irgendwie, finde ich, Ubisoft auch loben, weil diese Informationskampagne oder diese Informationssache, die Ubisoft sich da immer aufbaut vor jedem Spiel zu Assassin's Creed 3 oder jetzt auch zu Far Cry 3, die sagen da nicht so viel drüber, vor allen Dingen nicht über die Story. Also bei Far Cry 3, wisst ihr schon was von der Story so richtig halbwegs? Ne, dem Anfang, und da kann man drüber spekulieren, da freut man sich drauf, was passiert. Ja. Und bei den anderen Spielen, besonders die anderen Pressekonferenzen, die waren ja eigentlich
mau. Die waren ja gar nicht. Also ich fand die überhaupt nicht gut, die Pressekonferenzen. Ja. Außer die einzelne Ankündigung Watch Dogs. Ja. Neues Spiel, wovon keiner was wusste. Ne, vielleicht möchte jemand anders mal dazu was sagen. Also mir sagt das Spiel ehrlich gesagt, ich habe mich noch gar nicht mit dem beschäftigt. Mir sagt das jetzt nicht so viel. Und Sebi, ja, auch nicht wahrscheinlich, ne? Ich habe einen Trailer dazu gesehen. Ich habe die Pressekonferenz jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht. Also ich lasse mich mal überraschen, wie das werden wird. Und ja, wir müssen einfach mal gucken. Aber das wäre natürlich eh das Beste, wenn in Watch Dogs noch einen Bogen geben würde, weil momentan spielen ja alle möglichen Spiele. Und Helikopter, einen Helikopter gibt es schon. Das genau, in alle möglichen Spiele, da kommt eben Bogen drin vor, à la Splinter Cell. Ne, kommt Splinter Cell, das war doch der Armbrust oder so. Ne? Ja, Armbrust ist auch ein heiler Bogen. Tomb Raider ist auch. Genau, Tomb Raider, Assassin's Creed, alle möglichen. Das Beste wäre es jetzt, wenn in GTA 5 noch ein Bogen kommt, aber ich glaube, das wäre ein bisschen unrealistisch. Ja, ja, kann man so sagen. Ja, oder vielleicht als Easter Egg oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ja, Watch Dogs, worum handelt es kurz? Es gibt, man weiß noch nicht über die Person. Es geht nur irgendwie da. Es ist so eine Mischung aus GTA mit einer Open World. Man kann zum Beispiel sich in Ampelsysteme einhacken, man kann alles Mögliche machen und da ist die Moab. Schöner Spiel. Ja, ich hab, mir ist mal aufgefallen, ich habe noch gar nichts dazu gesagt. Also ich spiele mal der ACR Rotpunkt und Schalldämpfer, ist euch bestimmt schon aufgefallen. Ja, hab die Zentex dabei gehabt, meine ich. Dann die Handgranaten habe ich immer dabei, oder? Blendgranaten. Ich weiß gar nicht, womit ich da in dem Moment gespielt habe. Die gelben Dinger sind aber, glaube ich, die Blendgranaten, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ja, ja. Die blauen sind die weißt schon. Ja, Spezialisten-Sachen hatte ich da drin, die seht ihr da auch rechts unten. Das ist als erstes Hardliner, zweite Plünderer, dritte Meisterschütze. Und so ganz normal hatte ich, glaube ich, Flinkheit, schnell zielen, oder nicht, schnell ziehen heißt es. Wobei ich schnell zielen eigentlich realistischer fände. Und ruhige Hand, glaube ich, hatte ich dabei. Ja, das zum Gameplay. Aber ja, wir reden ja über die drei. Okay, was wurde denn noch erzählt? Es wurde was über die Unreal Engine, heißt ja. Es so? Ja, 4 erzählt. Interessiert mich sehr. Ja, erzählt wurde eigentlich was gar nichts, weil ich habe mir ein paar Pressekonferenzen angeguckt, aber es sieht immer verdammt heftig aus. Und ich glaube, dass da. Das wird aber, habe ich mir schon gedacht, für die nächste Generation der Konsolen kommen, für die PlayStation 4, für die Xbox 720 oder nur für die Xbox. Ich glaube, die heißt nur Xbox. Und es sieht echt fantastisch aus. Ja, es sieht richtig toll aus. Und was leider nicht gezeigt wurde und was mit Sicherheit auch richtig toll aussehen wird, ist ein Trailer oder Gameplay oder was auch immer zu GTA 5. Das hat mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen verwundert, weil ich dachte, dass Rockstar eigentlich sagt, ja komm, wir sind auf der E3 nicht vertreten, aber wir können trotzdem mal so einen Trailer raushauen, aber haben sie leider nicht gemacht. Nee. Aber vielleicht baut das auch die Spannung auf. Mal gucken. Ja, sicher, vielleicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass Rockstar denkt, ah, ne, komm, diese ganzen Trubel um die E3 lassen wir mal, vermeiden wir und bringen einfach mal ein, zwei Wochen später einen Trailer raus zu GTA 5. Also ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ja, ich wollte auf jeden Fall nochmal was zu Unreal Engine sagen. Ich bin ja voll der Consolero und der Consolero bist du. Ja, Consolero. ja, ich spiele viel Konsole und wenn dann so eine Engine wieder rauskommt, der wie PS3 dann wieder mit den PCs kurz mithalten kann, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Die PS3 wird die Unreal Engine nicht mehr spielen. Ja, klar, aber die vierte da, ja, wenn die rauskommt, ich werd 10 Rückwärtssaltos auf einmal machen. Also, ja, will ich aber sehen, du. Das machen wir als 100 Abo Special, pass auf. 10 Rückwärtssaltos von Justus. Mhm. Ja. Ja, okay, was war noch da? Ja, wir haben kaum noch Zeit, ihr seht schon da, wir sind fast am Ende. Arma 3 wurde auch noch was zugesagt, aber Arma 3, die letzten Teile waren so verbuggt. Ja, was, also momentan gehen die alle. Also ich habe jetzt noch Arma 1 und Arma 2 habe ich noch ausgepackt und mit den aktuellsten Patches ist das vollkommen okay. Ja. Also das klappt auf jeden Fall. Und ich meine, wenn die Arma 3 halbwegs vernünftig hinkriegen, ohne viele Bugs, dann kann das auch von Anfang an eigentlich ein ganz gutes Spiel werden. Ja. Und sie haben keinen Druck da, Arma 3 von keinem Publisher so richtig hinterhauen wird, weil sie ein kleines Entwicklerstudio sind. Sie sind nicht so ein Riesenteil wie Crytek zum Beispiel, ja, die momentan Crysis 3 machen, was mich aber sehr kalt lässt. Wozu wir gar nichts gesagt haben fast. Ja. Egal, meine Güte, sagen wir irgendwann später. Ja. Okay, da seht ihr noch die Endscores. Ich habe mit dem Gianluca Breuer zusammengespielt, ist auch ein Kumpel von mir.
Der hat ein wenig bessere Statistiken, aber das ist ja auch egal. Okay, ah, oh, die Gegner haben ja ordentlich zerbessert, sehe ich gerade mal so 2 zu 33, da der oberste von denen. Boah, ja, das ist schon böse, das ist schon böse. Ja, okay, auf jeden Fall, bis dann. Ciao. Tschö. Ciao.